So, ich dachte, Tränen und Tanz jetzt noch ein bisschen. 18.31 Uhr, was, oh, vor lauter Party machen, ne, ey, die Kinder müssen, oh, was ist denn Leistung? Was ist denn mit der Leistung? Die ist ja zurückgesagt, weil sie zu spät kam wahrscheinlich, das wird sofort bestraft. Und ich würde sagen, Hausaufgaben machen wir dann mal. Fridolin muss eigentlich schlafen. Oh, ach du Scheiße, der hat gar keinen Spaß. Weißt du was, scheiß mal bei Fridolin auf die Hausaufgaben, der spielt jetzt mal was. So. Liebe Eltern, verklagt mich doch. Vor allem haben es die Eltern immer genauso gemacht. Mal, zwischendurch. Natürlich nicht immer, aber zwischendurch mal. Natürlich kommt sowas vor. So, Frikadella muss ihn ein bisschen beeilen. Nein, nicht quatschen. Nicht quatschen, ihr beide keine Zeit zum Quatschen. Ich weiß, euer Soziallevel und so, aber ihr habt gerade genug gequatscht. Das ist eher noch ungut. Ich muss die Küche echt mal drehen. So, kochen, Hamburger-Kuchen, Rührei mache ich dann auch nochmal. Partygröße, werden wir eh brauchen. So. Das ist jetzt ein bisschen hinderlich. 19.11 Uhr, das wird knapp. Frikadella, beeil dich. Nicht einschlafen. Also sie hat es auf jeden Fall mega drauf, kann man nicht anders sagen. Und die Arbeitsfläche ist schmutzig, das ist natürlich toll. Ist das nicht putzig? Die Arbeitsfläche ist schmutzig. So. Okay, 19.39 Uhr, aber Frikadella schafft das noch. Nein, hör auf zu quatschen. Tränenmond, du musst Hausaufgaben machen, Frikadella muss sich echt beeilen. Sonst sehr gerne, aber jetzt momentan ist es echt, echt schlecht. Was? Wie? Ich muss. Die hat doch gesagt, sie muss los. Ja, komm schon, das ist doch fertig jetzt. Na also. Kochen. Und jetzt noch schnell Macaroni mit Käse? Ich weiß nicht. Der Salat war so schön schnell, aber den können wir. Ich weiß nicht, warum wir den Salat nicht mehr machen können. War das irgendwo anders? Omelette kann man eh nicht frisch machen. Thunfischauflauf würde gehen. Komischerweise braucht man keinen Thunfisch, nur Tomate als frischen Fisch. Verstehe ich nicht ganz. So, ich mach trotzdem einfach mal Omelette hier. Dingens. Pfannkuchen? Nee. Ich habe Rührei gemacht die ganze Zeit. Ne, komm, mach ich nochmal. Zack. Was macht's denn jetzt? Frikadella, was tust du? Alles klar. Hat Frikadella heute zufällig frei? Frikadella hat heute zufällig frei. Okay. Die muss heute gar nirgends mehr hin. Alles klar. Dann können wir uns das ja gleich sparen, aber wir haben dann trotzdem das hier gemacht. Das ist gut. Essen zubereiten. So, Tränenmond. I. Kann ich mal kurz. I, nee, reinstampfen und planschen. Da war Frikadella vorne am Pissen. Das geht überhaupt nicht klar. So, duschen. Schlafen. Fridolin, wie sieht's aus? Spaßlevel geht wieder. Muss aber dringend schlafen. Der Fridolin, ganz ehrlich, der hackt sich notfalls wieder da rein. Ach ja. Ja. Ich glaube, den Fridolin schicken wir dann gleich mal schlafen, oder? So, der muss auf jeden Fall schlafen. Zack. Die arme Sau.
So, Frikadella ist fertig. Ist aber immer noch in Topform. Und dann drehe ich gleich mal die Küche um. Ich hoffe, das ist dann richtig. Ich glaube, ich habe die Küche falsch rumgebaut. Ich bin mir gar nicht so sicher. Man kann sich hier einfach nicht sicher sein. So, 2300. Wir haben eine neue S-Ecke. Man glaubt es gar nicht. Jetzt sieht es natürlich nicht mehr ganz so schön. Wir können natürlich auch die S-Ecke, ganz ehrlich. Wir können die gesamte S-Ecke eigentlich auch mal einen verschieben, oder? So ein bisschen darüber zumindest. Warum geht es nicht ganz an die Wand eigentlich? Weil man da noch ins Fenster muss. So, dann haben wir da zumindest ein bisschen mehr Platz und sind ein bisschen näher an den Fenstern dran. So, huch, hier blinkt es immer so. Lalalalalala. Okay. Und hier müsste noch irgendwas anderes ran. Ich weiß gar nicht was. Diese Pinnwand ist auch eher so... gar nichts. Die Pinnwand ist eher gar nichts. Verspieltes Dekor. Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt hiervon die emotionale Aura? Muss erst angesehen werden. So, pass auf, dann mache ich mal Folgendes. Halt, warte, ich gehe mit Frikadella erstmal woanders hin. Ich gehe mit erstmal hier hin. Damit wir da so ein bisschen rumdüdeln können. Beziehungsweise Frikadella kann... Die pissen da irgendwie alles zu in der Dusche. Ich weiß gar nicht warum. Was ist denn los mit dieser Familie? Voll die Inkontinenten. Das ist doch richtig rum. Der Pfeil geht doch noch da vorne. Guck doch mal. Der Pfeil geht nach hier vorne. Das ist richtig rum. Wenn ich jetzt so machen würde, dann... Und ganz ehrlich, ich kenne das bei einer Küche auch nur so, dass dieser Teil, der so ein bisschen überragt, das ist ja Arbeitsplatte, dass der zum Raum Inneren zeigt. Das ist bei meiner Küche genauso. Das muss... Das ist richtig rum. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die da immer rumgeht. Keine Ahnung. Ich orientiere mich einfach nur an den Pfeil. Und der Pfeil ist immer dieser Zugang. Es stand nämlich schon wieder in den Kommentaren, es wäre falsch. Aber es ist einfach nicht falsch. So, da geht's nicht. Nee, dann doch in den Kommentaren. Du musst doch alles tun, was in den Kommentaren steht. Aber hierbei geht's irgendwie nicht. So. Und was haben wir denn hier im Haushaltsinventar? Eine stattliche Vase, eine Sammlung von Gartensteinen, hochbelastbares Küchenregal. Das kann man hier sehr schön hinhängen. Kann ich das auch? Tiefer kann ich das nicht, ne? Dafür ist die Küche ein bisschen hoch, dass man da rankäme. Oh, habe ich verkauft aus Versehen. Profi-Küchenregal an der Decke. Level 7. Inspirierendes Dekor 4. Ja, das hier fällt mir gut. Okay, das hängt jetzt ein bisschen sehr tief. Kann man das nicht hören? Ich meine, das ist das nicht ein bisschen übertrieben tief jetzt? Ich kann es jetzt dahin hängen, aber so richtig geil finde ich das dann nicht. Ich hänge es ja einfach mal dahin, damit es inspirierend wirkt. Und hier haben wir nochmal das Gleiche. So, da hänge ich es rüber. Das sieht jetzt aus wie so ein Altglas-Sammlung hier. Ja, weißt du schon. Was haben wir denn hier? Mixen Band 1, scheiß ich drauf. Edelstahlomat, eine Lampe namens Claudine, toll. Eiskiste. Bei Level 8 des Essensqualität 8. Was haben wir hier? Hallo? Hallo, 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 hallo. Hallo. Essensqualität 5, Zuverlässigkeit 5, Kochfähigkeit 5 und wir haben dabei noch so einen geilen Eiskiste aus Stahl von Krampfwerke. Ein erschreckend moderner Kühlschrank aus Edelstahl, der keine Kompromisse kennt. Bei Level 8 des Berufszweigs Koch freigeschaltet. So, ciao. Können wir den noch umdesignen? Schwarz, oh, so sieht er eigentlich edel aus, ne? Besser als weiß. Finde ich hier in der Küche irgendwie besser. So. Naja, hier macht es ja mega Unterschied. Mega Unterschied. Es macht den Mega Unterschied.
Leckerkocher. Ach, immer noch das billige Ding. Freistehende Kochplatte, Pfannkuchenprofi. Diese hochspezialisierte Apparatur bringt so fluffige. Schalte dies frei. Ist freigeschaltet, oder? Der Schmeppelherd, S-Qualität 10, S-Qualität 5. Wir haben momentan 3. Inspirierendes Dekor 4. Nichts. Zuverlässigkeit 5. 1900. 13.000 ist mir definitiv eh zu teuer. Essensqualität 7. Den würde ich mir auch noch holen. Das hier, also die Sachen von Schmeppel, ganz ehrlich, die sind so maßlos überteuert. Wer kauft sich denn sowas? Abzugshaube, Umgebung 2. Alter, ist das... Wieso sind die Dinger denn so mega groß? Wer kann denn da... Kann doch keiner kochen. Also viel zu übertrieben, Freunde. Höhere Ausführung. Ach, die gibt es in mehreren Ausführungen, deswegen. Aber nur hier haben die Umgebung, komischerweise. So, das würde gehen. Wie kostet sowas? 250, weißt du was? Hier sieht es gleich aus wie in einer Großküche. Voll übertrieben, Freunde. Voll übertrieben. Kann man das Ding vielleicht auch... Oder sieht das da zu übertrieben mit dem Fisch aus? Ne, ich finde es da fast noch besser, wenn sich da alles konzentriert. Oder? Jetzt bin ich verunsichert. Mikrowelle haben wir noch gar nicht gebraucht, ne? Schmappel, natürlich Schmappel für 1900. Kostet irgendwie mehr als doppelt so viel, oder? Doppelt so viel? Weiß ich nicht. Essenqualität 5, Essenqualität 8. Ja, Essensqualität 5. Wir haben momentan 3, Zuverlässigkeit 3. Und das ist inspirierend. Ich hau den mal weg. Was? Was? Wir haben noch Level 10. Ach, Level 10 des Berufszweigs. Da sind wir noch nicht ganz. Okay. 2700. 3900. Nee. Holzbetriebener Ofen. 6 und 8. 7 und 8. 4 und 5. Hey, na, kleiner Freund. Hey. Hey, kleiner Freund. Das Flimmern vom Zaun nervt mich doch ein bisschen. Und ich gucke mal, ob ich dem Einhalt gebieten kann. Und zwar indem ich schaue. Naja, es ist zwar ganz schön, aber ich glaube... Obwohl, ich fand es mit Zaun eigentlich schöner. Wesentlich schöner. Deswegen ist der Zaun übrigens da, auch wenn er flimmert. Aber vielleicht muss ich da einfach einen anderen nehmen. Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Das hier diese Privat... Oder? Nee, ist das die Privatwand? Nee. Privatwand geht auch nicht. Sieht auch schäbig aus. So würde gehen. Hakelt aber genauso da, wie man sieht. Wir haben diese Monolithwand? Nein, ich weiß gar nicht mehr, welche Wand wir haben. Wie wär's denn hiermit? Alter, bester Zaun ever in der Küche. Gleich nach dem hier. Oder so. Dann sieht man gar nichts. Nein. Nein, überhaupt nicht. Würde schon gehen. Würde schon gehen. Ja, kann man machen. Kann man machen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Megazaun von Spar. Ich las den Megazaun. Das Design-Tool kann nicht auf dieses Objekt angewendet werden. Schade, ich dachte, da gibt es noch mehrere Farben. Hätte was. So weiß es zwar auch hübsch, kostet ja nichts. Ich lasse das mal einfach, ne, so zum Just for Fun. Oh, es ist auch immer sehr dunkel geworden. So, es ist
tatsächlich sehr dunkel im Haus. Wenn keiner im Raum ist, wird es einfach mal schwarz. So. Fricke, 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 frickadella, frickadella, fricke, frickadella. Komisch, dass sie hier nicht üben kann. Verbessern, was können wir verbessern? Beschichtetes Gehäuse, warum auch nicht? Drei gewöhnliche Tuning-Teile, verbessern wir das Ding einfach mal. Wir haben ja gerade eh nicht viel zu tun. So eine kleine Landhaus-Stil-Einbauküche. Können wir eigentlich nur mal ganz kurz hier geschaut? Nein, ich wollte den hier. Das gibt's dann nur in Dunkel und in... Ja, gut, lass mal. Und was ist denn mit dem hier? Nein, ich wollte das hier machen. Hallo? Hallo, kleiner Mann. Nee, komm, ist egal. Das macht gar keinen Unterschied. Wir lassen es einfach mal. Irgendwie ist es ja viel zu modern für die Schlömpels aus, so langsam. Das wird langsam richtig, so eine richtige Loft. Hier drüben aber noch spackig im Wohnzimmer. Da ist noch alles spackig, aber hier... Wett. Kann die Frikadelle dann noch irgendwie... Arbeitsplatten verbessern geht nicht, ne? Hier kann sie verbessern. Automatischer Seifenspender. Robuste Armaturen. Haben wir denn da schon alles? Verbessern. Automatischer Seifenspender. Machen wir das mal. Ach ja, alles schläft, nur Frikadella wacht ein bisschen in unserer bunten Bude. Was machen wir denn hier mit der Wand? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, was kann man denn da noch großartig machen? Und ich hätte gerne noch ein richtiges Fitnessgerät. 3400 haben wir immer noch. Und wir haben hier hinten die Möglichkeit, noch irgendwas hinzustellen. Da ist ja die Tür. Ich guck mal ganz kurz, wie viel kostet so ein Fitnessgerät? Nur mal so, der Fridolin muss ja auch und so, die wollen ja auch mal langsam, ne, und so. Man muss ja auch langsam mal gucken, wo man bleibt. Die wollen ja auch ein bisschen Sport machen. Zumindest der Fridolin und die Frikadella momentan natürlich auch. Ob das für immer so bleiben wird, ich habe so meine Zweifel. Wo sind denn hier die Sportgeräte? Wo? Ich habe die Spur aufgenommen. Voll die verschnupperte Nase, Entschuldigung. Ich kann mit meinen Nasenpopels coole Sounds machen. Hört sich an wie der Elefant habe ich vergessen. So, wo sind denn hier? Wieso ist denn hier nicht, wo sind denn hier Sportgeräte? Schaften. Esszimmer, Büro. Im Büro ist kein Sport, Kinderzimmer auch nicht. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Ja, ja, ja. Objekte nach Funktion. Aktivitäten und Fähigkeiten. Also Sport ist keine Aktivität, sehe ich das richtig? Sport ist offenbar keine Aktivität. Ach, körperliche Aktivität. Okay, ich dachte, das wäre Dönerspieß. Deswegen. So, 1500, 2000, boah, Umgebung 4. Umgebung ist eigentlich egal. Also hier, da hätte man ja ruhig mal ein bisschen Rums drauf geben können. Ganz ehrlich, hier können wir auch das Billige nehmen. Ich gucke mal ganz kurz, wie die aussehen. Ja, ganz ehrlich, da kann ich auch echt einen billigen nehmen. Stell dich erstmal einfach dahin, ne? Ist ja Wumpe. So, haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, aber wir haben noch ein bisschen was. Wir laufen jetzt nicht mehr auf 30 Simoleons wie sonst immer. Was ich jetzt aber noch gerne machen würde, wenn wir schon mal dabei sind, hier ist natürlich diese Lampe, die ist natürlich sehr praktisch.
Ne, da geht's nicht. Da geht es. Und hier drüben kann ich denn... Ich pipettiere die eben. Die, ich kann ja die trotzdem nehmen, ne? So. Und dann würde ich gerne... Farbe, Intensität, dieses Licht. Ändert sich irgendwie gar nichts dran. Ich habe da mal zu viel Licht von drinnen auch. Ich dachte, wir machen hier mal was Sportliches, aber... Ach, huch, was ist denn jetzt los? Ich mach mal das hier, ne? Ist nicht unbedingt sportlich, ist vielleicht eher so eine Hulk-Farbe. Aber egal, dann können wir die hier noch. Farbe Intensität, machen wir einfach, wir gönnen uns mal den Spaß. So von grün? Blau auf grün, aber das Blau macht so gar keine Farbe irgendwie so richtig. Dann mache ich mal hier dieses Türkis. Auch bekannt, aka Cyan. So, Fricker Fricker. Später kriegen wir vielleicht noch einen Sportraum. Momentan ist das leider bis jetzt noch ein Sporttraum. Jetzt aber erstmal Frikadella fleißig am Schuften. Die ganze Nacht lang, wie es aussieht. Es ist 00:30 Uhr nachts und Frikadella dreht hier einfach auf. Hat die Küche neu eingerichtet. Hat hier alles neu gemacht an diesem Tag. Es ist unglaublich. Diese Frau hat eine Power. Wo nimmt sie die nur her? Es muss wahrscheinlich die Umwandlung von Körpermasse in Energie sein, die sie auch beim Sport immer die ganze Zeit zeigt. Unglaubliche Frau. Unglaubliche Frau. Also wenn jemand von euch noch Single ist, ne, egal ob Mann oder Frau, Frikadella ist da glaube ich, obwohl, naja, ich glaube Frikadella steht auf männliche Männer. Und wenn da jemand Single ist von euch und sich angesprochen fühlt, also es gibt bestimmt noch Date-Termine, ich kann da bestimmt die Telefonnummer klar machen. Und dann bereitet sie zu einer Gruppenmahlzeit. So, Schraube, Schraube. Können wir hier noch irgendwas machen, verbessern? Nee, da haben wir schon alles verbessert, hier können wir auch nur verwenden. Können wir überhaupt noch irgendwas verwässern? Verbessern? Verwässern wäre natürlich auch schön. Kaffee. Hier können wir auch noch den automatischen Seifenspender. Nee, haben wir schon. Robuste Armaturen. Ja, ich glaube, die haue ich dann auch nochmal rein. Ganz ehrlich, und dann gehen wir aber schlafen. Wir haben ja alles gemacht. Wir haben alles geschafft. 1.14 Uhr, die Frau. So, mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da muss ich erstmal wieder ein bisschen rauszoomen. Dann. Ah, jetzt hat sie fertig. Okay. Dann schleichen wir mal ganz langsam hinterher. Kann ich auch schneller? Ja. Huch, Hilfe. Oh, da gucke ich mal aus dem Fenster. Ist ja schön. Ist ja traumhaft die Aussicht da drüben. Ein Schmetterling. Ein Schmetterling, ein Schmetterling, der auf Weihnachten am Lametta hing. So. Das ist ja traumhaft. So. Local DJ Time. Ich entschuldige mich für die ganz kurze Unterbrechung. Ich habe jetzt den größten Teil, ich war gerade eben nicht mehr am PC, weil ich musste ganz spontan ins Menü rein. Ich habe jetzt die Strecke, die es hier still war, quasi rausgeschnitten, denn Dinge, die einem peinlich sind, wenn man gerade Sims aufnimmt als Disco-DJ und an der Tür steht der Postbote und hört das und fragt, was man da denn eigentlich so macht. Ja gut, die Antwort darauf... Ja, vielleicht erinnere ich mich beim nächsten Mal dran. Ich muss mal eben ein paar Pakete auspacken. Deswegen sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Ich bin so traurig.